In unserer ersten Ausgabe der Local Legends haben wir bei der SV Ried vorbeigeschaut und drei richtige Cup-Legenden zum Gespräch gebeten. Hubert Auer, Cupsieger 2011 und heutiger Tormannstrainer. Herwig Drechsel, Cupsieger 1998 und Jahrhundertspieler der SV Ried. Thomas Reifeldshammer, Cupsieger 2011 und nun sportlicher Leiter der Profis. Also diese Szene kann ich mich noch genau erinnern, weil ich glaube, das war die einzige Gelbe, die ich gekriegt habe. Ich kann nicht mitreden, da war ich noch nicht auf der Welt wahrscheinlich. Das war 1997. Ja, also da war ich schon, aber 10 Jahre bevor ich dahergekommen bin. Da warst du mein Idol. Dann schauen wir uns das nächste Jahr. Das ist der Cupsieg gewesen, 98. Also das war eine legendäre Geschichte. Da haben wir in der Vorbereitung waren wir in einem Hotel und wir Spieler haben halt eingecheckt und sind dann ins Zimmer aufgegangen und haben dann auf einmal bemerkt, dass da keine Fernseher drinnen sind. Da hängen nur die Kabeln raus und dann haben wir sich gedacht, was ist denn das? Sind wir gleich zum Nachbarn umgegangen und haben da gefragt, ob das auch kein Fernseher? Nein, wir haben auch keinen. Ja, dann haben wir schlussendlich Besprechung gehabt. Klaus Reutinger Trainer und hat dann auf einmal gesagt, das war beabsichtigt, er hat das angeschafft, dass er diese Fernseher anmontieren lässt. Das war ja nicht so einfach, da hat es ja keine Flats gegeben oder was, das waren ja die Röhrenfernseher. Und dass man sich halt optimal auf das Spiel dann vorbereiten. Und wie man gesehen hat, war das erfolgreich. Die richtige Vorbereitung, die absolut richtige Vorbereitung, ja. Boah. Hoppala. Kenne ich. War eines meiner ersten Training in Ried. Das war 2008. Hat da nicht Spaß gemacht, sieht man. Da haben wir am Kunsthaus trainiert, weiß ich noch ganz genau, so im Dezember. Da bin ich gekommen, nämlich aufgrund der Verletzung von Berger Hansi. Da hat sich der Speicher Elle gebrochen gehabt. Gegen Salzburg, ja. Genau, gegen Salzburg. Und am 19. war mein erster Tag da in Ried. Da habe ich am Kunsthaus trainiert und der Gebi hat hinten in der Wäscherei bei der Tür geschaut und da geschaut, wer da jetzt kommt. Hat er Angst gekriegt? Wie er dich gesehen hat, hat er dann Angst gekriegt? War, glaube ich, auch das letzte Bild, was es gegeben hat von mir ohne Board. Aber ich glaube, dass du nicht immer so reingeschaut hast, dass der dann schon einmal Spaß gemacht hat auch bei uns. Ja. Da war er böse. Puh, was war da? Das war sicher Salzburg auswärts, was ich dann 2015 hinten ein bisschen sieg. Könnte eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gewesen sein, oder? Oder mit dem Tor mal schimpfen müssen, ich weiß nicht. Oder hast du wahrscheinlich richtig angeschrieben und motiviert, weil er einen Fehler ausgebissen hat. Scheiße, wo warst du zu der Zeit? Ja, warst schon Tormann-Trainer, gell? Zu der Zeit war ich schon Tormann. Dann wirst du rausgeschrien haben. Ja genau, dann habe ich nicht einen Tormann geschimpft, ja, sondern einen Tormann-Trainer. Also. Ja. Was trainierst du eigentlich mit dem? Das war das letzte Foto. Eine Frage hätten wir zum Abschluss noch. Ihr wart ja allesamt Cupsieger mit der SV Ried. Welche Bedeutung hat der Verein für euch persönlich? Ja, ich denke für mich persönlich eine große Bedeutung. Also ich bin da neben dem Stadion eigentlich aufgewachsen und die SV Ried ist eigentlich Teil von meinem Leben oder großer Teil von meinem Leben. Bei mir war es so, ich bin 14 Jahre nach Ried gekommen und ist mittlerweile ja, einfach schon mal zu Hause eigentlich geworden. Braucht man nicht reden, das war natürlich mein Fußballer zu Hause. Auch als Linzer bin ich trotzdem gern oder habe ich gern in Ried gespielt und das auch teilweise sehr erfolgreich. Ja, es war natürlich mein Verein und habe die größten Erfolge da gefeiert und deswegen ja, bin ich nach wie vor mittlerweile Ried-Fan. Ja, und das ist auch, glaube ich, was die SV Ried auszeichnet.